Ja, hallo und Glück auf zu einem weiteren Legendentalk heute nach dem Spiel gegen den SC Paderborn. Ergebnis leider 3:1 verloren. Letzte Woche hatten wir noch Hoffnung, dass sich was verändert. Diese Hoffnung ist leider nicht eingetreten. Wir sind selbst alle so ein bisschen ratlos. Wie geht's euch denn gerade? Welche Gefühlslage habt ihr denn? Ja, mir geht's genauso, denn man liest ja Zeitungen und sieht, da kann auch die Tabelle lesen, wo wir stehen. Und wenn der Gegner, wenn Osnabrück oder Braunschweig, die heute gewinnen sollen oder morgen, dann sind wir auf einem Abstiegsplatz. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Schalke 04 in der zweiten Liga auf einen Abstiegsplatz. Aber wenn man das Spiel so gesehen hat, tut mir leid. Wir hatten nicht den Hauch eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und man braucht sich nicht wundern dann, wenn man unten steht, um rauszukommen, musst du Siege landen. Und wie das gehen soll, das muss mir einer erklären. Ja, also Klaus, ich sehe das so fast so ähnlich wie Klaus, nur eben, das ist natürlich, die Mannschaft zeigt einfach kein Rückgrat, das muss man einfach so sehen. Man kann so nicht Fußball spielen, ja, man kann jetzt nicht 11 Leute aufstellen und hoffen, dass diese 11 Leute ein Spiel gewinnen. Da gehört schon ein bisschen was mehr zu. Das heißt also, erstmal einen Kampf anzunehmen. Wenn ich sowieso in so einer Krise bin, die wir jetzt hier haben in unserem Verein, wo es ja schon lange nicht mehr so war, nicht nur, ich sag mal, rein spielerisch, auch im Verein läuft einiges schief, ja. Da muss man ganz anders handeln. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Platz sehe, wie die Spieler sich verhalten, ja, man hat gesagt, ach ja, jetzt machen wir was anderes, jetzt spielen wir ein bisschen anders. Da wären wir noch schlimmer gespielt als beim Reis. Also da tut mir leid. Also ich habe nichts gesehen, wo ich jetzt gesagt habe, der Trainerwechsel oder der Wechsel hat was gebracht, sondern im Endeffekt war es so gewesen, dass es noch schlimmer war. Und für mich war es noch schlimmer, dass diese Reservespieler, die reinkommen, ja noch schlechter sind, als die man rausgenommen hat. Und da muss doch jetzt hier der Alarm angehen, überall. Man kann doch nicht sagen, oh ja, man muss mal abwarten. Es sind doch Vereine wie 60, Kaiserslautern, Karlsruhe, die ganze Sache schon mal mitgemacht haben. Und wir sind Schalke 04, wir sind noch ein bisschen größer als die anderen Vereine. Es kann nicht sein, dass wir alle nur noch drüber hinweg gucken und sagen, ja, das wird schon irgendwie gehen. Nee, es wird nicht gehen, wie Klaus sagte. Ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir so schnell wie möglich gegen Hertha einen Umbruch machen. Und ich glaube, was ich ja schon mal immer gesagt habe, wir finden keine Mannschaft. Kreuzer kommt her, wuschelt die manche Mannschaft wieder um, ja, und es ist wieder kein Rhythmus in der Mannschaft. Ja, da kommen Spieler rein, die spielen rechts außen, die schießen auf die andere Seite rüber. Also ich verstehe es gar nicht. Also ich muss doch mal langsam jetzt als Verein überlegen und alle sich zusammensetzen, alle und sagen, hallo Freunde, wir müssen jetzt eine Mannschaft finden und mit der müssen wir spielen. Es nutzt doch nichts, wenn wir pausenlos die Mannschaft wechseln und es gewinnen wir dann auch nicht. Also es kann doch nicht sein, dass jetzt jeder hier in den Pott rumrühren darf und der Verein geht kaputt auf Deutsch. Das funktioniert nicht. Zumal wahrscheinlich ein Trainer nicht vor Hertha gefunden wird. Wir haben noch gar nichts gehört, wer soll hier Trainer werden. Und es ist ja wirklich schwierig auch für uns. Jetzt fahre ich morgen zu einem Fanclub, der 25 Jahre Jubiläum hat. Was soll man da erklären? Wie soll man denn erklären, was haben wir für eine Mannschaft? Und es ist so. Und das ist nicht nur bei uns, es ist bei anderen Vereinen. Wenn ich einige Spieler habe, die Qualität haben und verkauft die immer, dann wird eines Tages so sein, wie jetzt die Situation ist, nicht um Aufstieg in die erste Liga zu kämpfen, sondern zu kämpfen, um nicht abzusteigen in die dritte Liga. Und ich frage mich immer, ist da jemand oder sind da viele dabei, die es denen egal ist, wo wir spielen? Und das kann nicht der Anspruch von Schalke 04 sein, egal ob wir in der zweiten, dritten Liga spielen,
sondern in der ersten Liga. Aber dahin zu kommen, in der heutigen Situation, sind wir ganz weit entfernt. Spielt der Druck vielleicht dann in den Köpfen eine Riesenrolle? Also ich meine, die haben ja schon mal gezeigt, dass sie Fußball spielen können, jeder Einzelne. Ja, aber das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Reis hat gesagt, wir steigen auf. So, jetzt sehe ich die Pressekonferenz vom Knebel und Knebel sagt auch, ja, ich sehe die Chancen, dass wir aufsteigen, auch immer noch. Ja, sag mal, wo sind wir denn eigentlich? Wir stehen unten. Die Mannschaft ist komplett durcheinander. Wir müssen doch erstmal wieder den Bogen kriegen, bevor wir überhaupt mal drüber nachdenken, überhaupt über Aufstieg. Wir müssen gucken, dass wir da unten rauskommen. Und jeder, der Fußball gespielt hat, wir haben Fußball gespielt und wir wissen auch, wie schwer das ist. Auf einmal willst du einen Gang reinmachen und du kriegst keinen Gang rein. Du kannst machen, was du willst. Und das stürzt du ab. Ja, aber es hat doch keinen Sinn, wenn man was sagt, was überhaupt keinen Sinn hat, in dem Sinne zu sagen, ja, trotzdem können wir ja noch aufsteigen. Nein, mit der Mannschaft, die wir zurzeit haben, werden wir nicht aufsteigen. Wir werden nicht aufsteigen. Von mir aus sollen wir oben Fünfter, Sechster werden, ist mir egal. Dann sollen sie die Jungspieler einsetzen. Wenn eben die Jungs nicht wollen, einige, dann sollen sie eben aus der U23 ein paar spielen lassen. Ist mir auch egal. Hauptsache, die rennen und kämpfen und kämpfen. Aber ich sehe jetzt noch nicht mal mehr, dass sie kämpfen. Und das irritiert mich so. Ja, wenn ich schon Spieler habe, die reinkommen und nichts machen. Ja, bleibst du das Spiel auf der rechten Seite da oder linken und spielt einen Eiertanz, der läuft keinen Meter, ja, dann frage ich mich nur, hallo, mal, Junge, was machst du hier? Na, jetzt ist ja gestern das Spiel auch wieder gegen Paderborn. Die waren ja nur ein Punkt vor uns. Die sind ja auch nicht toll gestartet. Aber wir haben ja noch Glück gehabt. Der Torwart hat wieder gut gehalten. Ja, der hat einen langen Schuss und all diese Dinge. Und was hatten wir? Eigentlich nichts. Bis das Tor kurz vor Schluss, ja, da stand schon 3-0. Sonst hatten wir überhaupt keine Chance. Und, ja, und die sind ja noch ein, zwei Mal, Klaus, noch aufs Tor gelaufen da. Also hätte ja höher ausfallen können. Die ganze Abwehr läuft da hinten rum wie ein Hühnerhaufen. Keiner hat eine Zuordnung. Ja, keiner weiß, gegen wen er zu spielen hat. Also das verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe doch was aus und sage, du gegen den, du gegen den. Und jetzt haben sie im Mittelfeld wahrscheinlich ja, im Raum gespielt. Aber das hat Paderborn super gemacht. Die haben durch die Gassen gespielt und haben mit einem Pass drei Leute bei uns ausgespielt. Mit einem Pass. Das kann doch nicht sein, dass man sich mit einem Pass drei Leute ausspielt. Wir haben ja keine Ordnung mehr drin. Ja? Wir laufen nur noch wie ein Hühnerhaufen herum. Und das kann es nicht sein. Das muss so schnell wie möglich geklärt werden. So schnell wie möglich eine Mannschaft hinstellen, wo man wirklich Vertrauen zu hat, wo man sagt, Jungs, mit euch können wir das schaffen. Wir dürfen nicht pausenlos die Mannschaft wechseln. Es ist ja wirklich traurig. Ja, hier sind immer 60.000 Zuschauer im Stadion, ob das erste Liga oder zweite Liga ist. Und wir liefern sowas ab. Ja, und die Leute sind auch mit Sicherheit total enttäuscht, wie das abläuft, weil Amir hat es ja gesagt, es ist nicht zu sehen, dass sie unbedingt wollen. Die spulen ihr Pensum runter, ja, und dann haben wir ihn verloren. Zu viel wollen oder zu viel Angst? Bitte? Angst auch eine Möglichkeit? Ja, Angst. Ich habe immer gesagt, auch bei mir persönlich selbst, Angst habe ich nie gekannt. Weder vom Gegner, weder vor viel Zuschauern, weil Angst ist der größte Gegner, den es gibt. Wenn ich Angst habe, mich anzubieten und einen Ball anzunehmen, dass er mit 5 Meter wegspringt, ja, dann kann ich nichts bringen. Aber dann musst du im Training, die ganze Truppe, im Training zeigen, und dann musst du das ins Spiel übertragen. Und da muss natürlich Leute geben, auch in der Mannschaft, sie sagen, hallo, was ist hier los? Wenn ich merke, selbst als Spieler, ja, der 10 Meter von jedem Gegner weg, der kommt nicht in keinen Zweikampf, kein gar nichts, und wenn er einen Ball abspielt, zurück.
Da wurde ich richtig aggressiv zu meiner Zeit als aktiver Spieler. Die haben mir zu einem jungen Spieler gesagt, weil der den Ball angenommen hat und immer erst nach hinten geguckt hat, dann habe ich ihn angeschrien. So, wenn du nicht nach vorne guckst, erst da zurück kannst immer noch spielen, dann brauche ich mich nach vorne nicht bewegen. Also das ist, ich sage, und dann hat das geändert. Und dann ging es auch. Ja, aber wir waren so enttäuscht, und ich war so enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil wenn man spricht von Aufstieg, man spricht in ein paar Jahren wieder unter die ersten sechs der Bundesliga sein, mein lieber Mann, das muss mir aber schon einer erklären. Ja. Es kann schnell gehen, aber es gibt ja auch leider Beispiele, die zeigen, dass auch ganz da unten geht, Bielefeld zum Beispiel, ne, die jetzt auch in der dritten Liga auf dem, glaube sogar auf dem Abstiegsplatz da steht. Also ich glaube nicht, dass wir absteigen werden. Das glaube ich auch nicht. Mal gesagt. Ja, aber ich glaube nicht. Also wir müssen natürlich auch jetzt ein bisschen ruhiger bleiben. Es nutzt nichts, wenn wir uns jetzt aufregen. Klar, die Situation ist so, dass man sich aufregt. Wir regen uns alle auf, weil wir auch ganz anderen Fußball gewohnt sind hier bei uns. Jetzt spielen wir natürlich aber einen Fußball, da hat mit Fußball nichts zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist überhaupt nichts. Ne? Aber wir haben es ja schon mal bewiesen, dass wir ein bisschen besser spielen können. Also es muss ja an irgendetwas liegen, was in der Mannschaft passiert ist. Es muss irgendwas passiert sein, dass die Mannschaft auf einmal so abbricht, dass man sie nicht mehr wiedererkennt. Also das ist für mich ein Rätsel. Man ist natürlich auch nicht jeden Tag dabei. Man weiß nicht, was für Ströme da reinfließen. Ja? Ob da einige wild drin sind oder ob da einige Theater machen und. Also das weiß ich nicht. Aber man hat auch in der Presse gelesen, dass einige für Reis waren, einige neutral und einige gegen. So, jetzt ist aber Reis weg. Und was hat sich geändert in der Grundeinstellung? In den absoluten Willen, ich will das Spiel gewinnen, da habe ich persönlich nichts gesehen. Und jetzt kommt Hertha Berlin, die stehen auch und die haben auch letztes Mal gewonnen. Die fahren hier hin, die wissen auch, Schalke 04 ist total verunsichert und wir müssen denen schon irgendwas zeigen. Hallo, wir wollen auch hier gewinnen. Und dann fangen die wieder an zu zittern. Ja, das ist so. Und wir werden oben auf der Tribüne sitzen und werden uns wieder fragen, was ist hier los? Und eins muss man sagen, ich glaube ja auch nicht, dass wir absteigen. Aber wenn man unten ist, läuft ja alles schief. Ja? Dann hast du auch bei verschiedenen Aktionen kein Glück. Ja, was andere dann haben. Und deswegen ist es eine ganz gefährliche Kiste, ja, wo wir jetzt sind und wie das bei uns hier abläuft. Ja, aber man hat ja nur, also der Einzige, der mir noch da so einigermaßen gefallen hat, als er reinkam, war der Yusuf gewesen. Das ist natürlich auch einer, der ein bisschen wild ist, das haben wir ja letztes Mal schon gesehen, als er die eine Chance hatte zum Ausgleich. Der ist noch ein bisschen wild, aber der gefiel mir, der hat wenigstens Zug, der hat probiert was. Da siehst du, der Junge, der will irgendwie was zeigen, ja. Und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, dass er das Tor gemacht hat. Da habe ich gesagt, Mensch, endlich, der geht an zwei Leuten vorbei und schießt mal drauf. Ja, das ist also der Einzige, den ich noch so jetzt in Schutz genommen habe. Den Hasan natürlich auch, den Kleinen, weil die sind natürlich, die werden jetzt da gefordert, um gute Spiele zu machen. Die beiden nehme ich mal jetzt hier noch voll in Schutz, aber die älteren Spieler, also was wir in der Abwehr spielen, Brunner, also der, was der da gespielt hat, weiß ich nicht, also tut mir leid. Also in der Defensive eine Katastrophe, nach vorne hin nichts. Also und auch Kaminski, der lief da rum, ich weiß gar nicht, dann kommt das Tor, das erste vom Platte, da geht gar keiner richtig hin in der Luft. Die springen alle wie die Osterhasen damit hoch und der haut das Ding rein und gucken alle, ach ja, naja gut, jetzt können wir nichts machen. Ja, aber das kann doch nicht sein. Im 16er, da muss ich doch als Abwehrspieler dazwischen knallen. Ich muss doch hochgehen, ihn mindestens stören. Aber die lassen ihn einfach so schön köpfen und er geht rein. Also, das ist für mich das tut mir leid, also verstehe ich nicht. Ja. Also da wieder rauszukommen aus diesem Dilemma, das wir jetzt haben, weil wir brauchten nicht
sagen, ja, es sind so und so viele Spiele absolviert, so und so viele Spiele haben wir noch, das schaffen wir schon. Ja, von nichts kommt nichts. Und nur zu von reden. Nein, du musst nur Taten folgen und die müssen im Training, muss ich mir das erarbeiten und ich spiele übertragen. Aus. Was gibt denn Hoffnung? Also ich meine, Thomas Kallas hat ja gestern eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ja, was heißt ein gutes Spiel? Also wenn du verlierst, hat er kein gutes Spiel gemacht. Genauso wie Kaminski auch oder die ganze Abwehr. Ja, wenn du drei Stück reinkriegst gegen Paderborn, ja, dann tut mir leid. Gut, da waren jetzt ein Elfmeter dabei. Aber wir haben doch kurz nach dem Ende, kurz vorm Ende, 20 Minuten, aber wir haben ja hinten eine Katastrophe gespielt. Wenn Paderborn nicht so blind gewesen wäre, und da kämen wir jetzt noch eine Truppe, die vorne noch ein, zwei gute Jungs gehabt hätten, da hättest du 5, 6 Stück kriegen können. Das kann doch nicht sein. Also tut mir leid. Also wir spielen jedes Mal mit der gleichen Abwehr fast. Ja, aber wir kriegen auch pausenlos Tore rein, wie im Kindergarten. Es war in der Vergangenheit ja schon so, wenn man zurückdenkt auf Magdeburg. Magdeburg, die führen 2-0. Die waren selbst schockiert, dass so einfach ist. Und haben dann aufgehört eigentlich. Die haben nicht mehr richtig gegengehalten. Und ja, und dann ist du kurz aus ein Tor gefahren und hast dann noch gewonnen mit Überzeugung dann auch. Das mit runtergespult, einfach, naja, mein Gott. Ist das dann der einzige Punkt Hoffnung, den man hat, dass man weiß, eigentlich könnten sie? Ja, eigentlich könnten sie, ist eine gute Frage. Ja, gegen Magdeburg haben sie es ja gezeigt. Ja, gegen Magdeburg haben sie es ja gezeigt, weil, aber wenn der Gegner nicht nachlässt, wenn der Gegner auch dagegen hält, ja, dann sieht es so aus wie gestern. Und das ist eigentlich. Also Magdeburg hat sich ja im Grunde selber geschlagen, dadurch, dass sie da zu viel Kinderfehler hinten auch gemacht haben. Wenn die Bälle nach vorne geschlagen hätten, wäre ja auch nichts passiert. Also vor allen Dingen das 2-1 oder so. Das war ja absoluter Blödsinn. Da wird Torwart später in die Mitte rein und bumm, kriegst du wieder ein. Das, ich glaube, das habe ich gestern auch gesehen. Der Torwart, den haben die auch ein paar Mal mit eingesetzt, die Paderborner. Aber der war schlau, der hat nicht groß diskutiert, der hat den Ball nach vorne geschlagen, hat also gesagt, du, ich gehe hier kein Risiko ein. Und das war okay gewesen, ja, okay. Muss man einfach sagen. Und Torwart liegt es ja überhaupt aber, nicht. Weißt du, das Problem ist einfach bei uns, wenn ich das Mittelfeld da sehe, wir sind viel zu weit auseinander. Das Spiel ist zu groß, zu viele Löcher drin. Da kommen Durchschnittsspieler, die in der Bundesliga in der zweiten spielen, die spielen da durch. Und dann frage ich mich nur, meine Güte, jetzt stell dir mal vor, du wärst heute in der ersten Liga. Da würdest du ja 8 Stück kriegen, jedes Spiel. Ja? Also das ist ja nicht so, als wenn das brillante Spieler sind in der zweiten Liga. Aber die spielen noch besser als unsere Jungs. Verschiedene Vereine, die eigentlich ganz klar hinter uns sein müssten. Das irritiert mich. Und man kann mir einer erzählen, was er will. Ohne Kampf, ohne Rennen und ohne, dass ich hundertprozentig Gas gebe, werde ich auch kein Spiel gewinnen. Aber es ist ja immer ein Problem. Und das ist nicht, wie gesagt, nicht nur bei uns. Wir haben ja, wenn man zurückdenkt, Spieler in der Innenverteidigung gehabt, mit Itakura, mit Jens. Wir haben Salazar gehabt, wir haben Bülter gehabt. Aber die haben wir nicht mehr. Ich frage mich, wer ist in der Lage, einen Mann wegzulaufen, einen zu umspielen? Da fallen mir nicht viele ein. Das ist auch ein Problem, das wir haben im 1 gegen 1. Und egal, wo du bist, 1 gegen 1 ist immer gefragt, dass du bestehen kannst. Und das sehe ich im Moment, ja, bis auf ganz wenige Ausnahmen gar nicht. Also ich sehe da keine Ausnahmen, tut mir leid. Also ja. Ich sehe einfach nur einen Hühnerhaufen, der rumläuft und keiner weiß, wo er hinzulaufen hat. Und da ist keine Ordnung drin, da ist gar nichts drin. Keine Disziplin, da ist nichts drin, tut mir leid. Also das sehe ich nicht so. Und man ist ein Fußballverein, man wird dir bezahlt als Spieler, das haben wir auch früher. Klar haben wir auch Blödsinn und Scheiße manchmal gespielt, auf Deutsch gesagt. Aber dann vielleicht nur ein oder zwei Spiele
Und dann war gut. Das dritte Spiel war dann aber wieder in Ordnung. Aber wir haben jetzt hier schon eine Serie mittlerweile. Und wenn wir nicht aufpassen, kommen wir aus dieser Serie nicht raus. Ja, und da muss auch sich jeder mal selber hier vor der Brust klopfen und sagen, hallo, ich habe jetzt 3 oder 4 Spiele scheiße gespielt, jetzt muss ich aber mal langsam von mir selber verlangen, von mir selber, dass ich wieder einigermaßen spiele. Und wenn das nicht kommt, dann sehe ich hier schwarz. Ja, man muss da wirklich aufpassen, wir haben es ja schon mal erlebt, dass die Fans hinterhergefahren sind, wenn sie böse werden, ja, weil... Man muss sich ja vorstellen, wir haben 180.000 Mitglieder. Die Schalke 04, wenn man unterwegs ist und spricht, die zum Verein stehen, den Verein lieben, und dann wird sowas abgelöst, da werden die sauer. Und das haben ja einige schon miterlebt. Ich hoffe nicht, dass es so weit ist. Ja, das war ja jetzt hier in Paderborn auch schon. Das war so hier unsere sogenannte Nordkurve. Die waren jetzt auch nicht mehr so begeistert. Ja? Ich hoffe, dass da auch, sonst wurden sie immer abgeklatscht, auch wenn wir mal hier verloren haben. Ja, dann wurden sie abgeklatscht. Jetzt merken die Jungs natürlich aus der Nordkurve auch, ja, hallo, was ist da los? Ja, wir können euch nicht abklatschen, wenn wir hier 3-1 verlieren in Paderborn. Das funktioniert nicht. Ja. Und da wird auch sicherlich wird da auch was passieren. Wie du hast ja, glaube ich, auch geschrieben, das habe ich ja gelesen, René, dass da mit Polizeischutz und der Bus schon... Aber eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ja, gut, aber das haben wir ja schon mal einmal erlebt und es kann auch wieder so kommen. Ja. Ja, es ist ja ganz gefährlich, wenn schon nicht mehr gepfiffen wird. Letztes Mal gegen Magdeburg, kann ich mich nur gut erinnern, nach dem 2-0, da wurde gepfiffen. Da ist vielleicht auch in den Köpfen der Spieler, hallo, was ist hier los? Wir müssen aber dagegen was tun. Und wenn das auch schon jemand der Fall ist, dass das denn egal ist, ist ganz gefährlich. Werden interessante und spannende Tage. Auf jeden Fall, glaube ich auch. Es wird viel geschrieben. Es wird alles umgekrempelt im Verein. Das ist ganz klar. In der Situation, wo der Verein jetzt drinsteckt, muss sich jeder an seine eigene Nase fassen und sagen, habe ich alles richtig gemacht? Ganz klar, ja. Und das wird schon diese Woche spannend werden. Das glaube ich auch. Und es wird auch wahrscheinlich, kann man da vieles lesen und hören. Aber es nutzt alles nichts. Wir spielen gegen Berlin. Wir müssen Berlin schlagen. Und wie sie es machen, ist mir egal. Und wenn sie sich mit 10 Mann hinten reinstellen und machen ein Tor und schießen die Bälle hier aus dem Stadion, wäre mir auch egal. Hauptsache, wir müssen mal wieder ein Spiel gewinnen. Denn danach hast du 14 Tage Pause, glaube ich. Und dann musst du so schnell wie möglich mit denen arbeiten und denen sagen, was gemacht werden muss. Ich weiß jetzt nicht, welcher Trainer kommt, keine Ahnung, weiß ja hier auch keiner mittlerweile. Und sind ja einige, die sich hier beworben haben, einige, die sagen, nee, packe ich gar nicht erst an. Ja, also da schütteln sich ja einige Trainer auch schon vor Angst. Ja, und ich weiß nicht warum, also man braucht ja keine Angst haben hier, weil wir sind doch ein nettes Völkchen hier. In Gelsenkirchen, wir werden ja hier nicht gleich einen auffressen, wenn er mal ein Spiel verliert, ja? Also hört es euch an. Ja. Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, das Wichtigste wird immer sein, dass die Fans, dass der Schalke-Fan erkennt, was die unten machen. Dass die da unten Gas geben, dass die drauf sind. Er kennt ja an. Und dann steht er auch hinter der Truppe. Aber wenn von unten nichts kommt, ja, dann geht nichts. Lassen wir so stehen? So lassen wir stehen. Übernächste Woche. Wir haben ja ein bisschen früher heute aufgezeichnet. Ja. Wieder nach der Spiel gegen Hertha. Und wir bleiben hoffnungsvoll, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, was bleibt uns auch? Wir können nicht den Kopf im Sand stecken. Also so geht's ja nicht. Also dann können wir die Bude absperren und sagen, so, auf Wiedersehen, treffen wir uns in der dritten Liga. Funktioniert nicht. Ja, also wir müssen hier Ärmel hochkrempeln und da muss man wirklich mal auch die Trainerabteilung und. Ich glaube, jetzt ist der Bujo ja wieder dabei. Ich hoffe, dass der mal wieder ein bisschen was macht, ja. Aber es muss was passieren. Alle müssen jetzt Gas geben und es gibt hier kein Verstecken mehr. Ja, es gibt kein Verstecken.
Aber das ist auch der Gedanke, dritte Liga, da schüttelt es mich, muss ich ehrlich sagen. Ja, nicht nur also, schütteln. Kann da kann man nicht vorstellen, Schalke 04 in der dritten Liga. Ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen. Wollen wir uns alle nicht vorstellen? Nein. Danke und Glück auf. Glück auf, genau.